Hallo und herzlich willkommen zur kreativen Auszeit mit Sigrid. Heute basteln wir eine kleine Box für die lange Praline und ich mache jetzt gar nicht viele Worte, sondern fange direkt an. Für diese kleine Box braucht ihr gar nicht so wirklich viel. Und zwar habe ich hier ein Designerpapier, das ist 9,5 cm mal 11,8 cm. Und dann brauchen wir noch ein Papier in Flüsterweiß. Das ist jetzt auf dieser Länge auf DIN A5, also 14,8. Und davon braucht ihr dann 5,5 cm. Die Maße schreibe ich euch wieder auf meinem Blog, da könnt ihr dann gucken. Gefalzt wird das Ganze hier jetzt so, dass ihr immer rundum 1,5 cm habt. Hier könnt ihr nochmal kontrollieren, das sind dann hier genau 4 cm. Da ist es natürlich krummes Maß, weil ich ja das DIN A4 Papier da genommen habe. Dann schneidet ihr das Ganze ein und zwar ist es am besten so, dass ihr diese kleinen Laschen hier nach vorne macht. Weil dadurch, dass das so lang ist und man hier ja zieht, das einfach stabiler ist, wenn man hier vorne das hat. Also heißt das, ich schneide jetzt hier meine Ecken aus. Und dann müssen wir jetzt ein bisschen tricksen. Aber das ist gar nicht so kompliziert. Und zwar habe ich ja so eine kleine Lasche hier reingemacht. Und die stanzen wir jetzt als erstes. Also hier kann man sich sehr schön orientieren an den Linien mit meinem kleinen Stanzer zumindest. Ich weiß ja nicht, was ihr so habt. Also so ein kleiner Kreisstanzer, ovaler oder was auch immer. Der passt da halt perfekt, weil das ja auch nicht sehr groß ist. Dann müsst ihr einmal alles hier ordentlich knicken. Und dann müsst ihr jetzt, bevor ihr klebt, einmal diese Seitenlaschen hier so ein bisschen rüber machen und euch hier markieren, wo das dann in diese Eingriffsmulde rutschen würde. Denn alles auf einmal stanzen ist erstens nicht gut für den Stanzer und funktioniert in diesem Falle auch nicht, weil ihr mit dem Stanzer da dann gar nicht mehr reinkommt, weil das so knapp ist. Also müsst ihr jetzt hier so ein bisschen euch helfen. Und da einfach jetzt erstmal diese Markierungen mit Bleistift machen. Und dann könnt ihr nämlich einfach jetzt mit dem Kreisstanzer das wieder ausstanzen. Und wenn ihr das dann hinterher aufeinander klebt, sollte das dann alles verschwinden. Denkt dran, ein bisschen großzügiger, also nicht direkt an der Markierung, weil ihr ja innen das Ganze gemacht habt. Und dann können wir das Ganze auch schon zusammenkleben. Und dabei könnt ihr dann auch noch mal ein bisschen gucken, dass ihr das entsprechend schiebt, dass es auch hinterher hübsch aussieht. So. Bin hier jetzt nicht ganz geglückt, also schneide ich noch einfach mal ein bisschen mit der Schere dran lang. So. Bevor ich jetzt die andere Seite noch aufklebe. Ja, da war ich offensichtlich auch nicht ganz so gut. Mal gucken, aber da, wie gesagt, da kommt man nicht mehr rein. Auch da schneide ich dann jetzt so ein bisschen die Schere noch mal weg. Bei meinem Muster hat es natürlich perfekt geklappt, war ja klar. Vielleicht habe ich doch etwas ordentlicher gemalt. Ja, aber auf dieser Seite, da passt richtig schön jetzt, ja, seht ihr. Jetzt haben wir die Box ja soweit fertig geklebt. Dann können wir jetzt mit der Deko anfangen. Und da habe ich hier einfach ein Designerpapier, das ich um die Box drum wickel. Ich mache da ja normalerweise nicht irgendwelche Falzmarkierungen vorher, weil ich finde, dass es immer besser ist, das so drumherum zu wickeln, dass es etwas lockerer ist. Ich mache jetzt aber einmal die Ausnahme und mache als erstes erstmal eine Markierung hier bei
1,5 cm und zwar auf der Breite, die hier 9,5 cm hat, damit ich einfach besser starten kann, weil diese kleine Box hier natürlich jetzt ein bisschen wackeliger ist und etwas schwieriger, das so drum zu wickeln. Und dann habe ich wenigstens schon mal so einen Markierungspunkt, der etwas stabiler ist und mit dem ich dann arbeiten kann. Das heißt, jetzt werde ich das auch so machen, dass ich nochmal hier tausche und das von oben nochmal drum wickel, weil ich hier unten einfach mehr Stabilität an der Box habe, damit das dann hinterher auch gut drum geht und ich jetzt nicht da meine Box verknicke oder so. Das geht halt so jetzt etwas einfacher. Und ihr seht, dann bleibt auch noch ein bisschen weniger Rand übrig. Eigentlich hatte ich das von den Maßen her so genau bemessen, dass das wirklich rundum passt. Aber es ist halt, wie gesagt, einfach so, dass man eben durch dieses lockere Drumwickeln doch ein bisschen noch Platz hat sozusagen. Aber deswegen habe ich angefangen mit den 1,5 cm, dass das auf jeden Fall jetzt perfekt hier drüber passt. Und nachdem ich das jetzt alles so geknickt habe, sollte sich das jetzt ganz einfach hier drüber legen lassen. Und dann lässt sich die Box hier auch ganz einfach hin und her schieben. Deswegen halt eben immer das drumherum legen und nicht das Falzen. So, dann seht ihr, ich habe die hier noch ein bisschen dekoriert. Und das geht ganz einfach. Ich habe hier jetzt einfach ein Band genommen und habe mir das so ein bisschen abgemessen, wie lang ungefähr meine Box ist. Und das dann einfach abgeschnitten. So, dann mache ich jetzt ein bisschen Kleber hier in die Mitte, sodass ich das jetzt hier so festkleben kann. Dann habe ich hier ein Restpapier. Und hier Mandarinorange, das ist eine Farbe, die gibt es nicht mehr, aber da die Goodies für die Firma unserer Tochter sind und sie sich diese Farbe ausgesucht hatte, werde ich das jetzt auch hier so weiter dekorieren. Ihr könnt ja einfach eine Farbe nehmen, die es noch gibt. Und dann stanze ich das einfach hier mit den Ovalen und dem passenden Wellenoval aus. Und klebt das hier zusammen. Und dann nehme ich mir noch einen großen Dimensional und klebe den hier so in die Mitte. Und klebt das dann hier so auf das Bändchen noch. Dann ist das nämlich auch so fest. Und damit ist die kleine Box fertig und kann dann verteilt werden. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Alle Maße findest du auf meinem Blog, der ist unten verlinkt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann!